Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz oder auch nicht. Bitte. Ich begrüße Sie alle zur Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Offen wie immer noch ein bisschen was. 11, 13 bis 41, 44 bis 46, 48, 49. 51 bis 53, 61 bis 66 und 70. Trotzdem tagen wir vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr. Eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden. Es fehlen heute, entschuldigt die Frau Staatsministerin Puttrich, bis 10 Uhr. Die Frau Abg. Hofmeier ist erkrankt. Und die Frau Abg. Gine Müller ebenfalls ganztägig entschuldigt. So, dann haben wir was zum Fußball. Ja, erst fangen wir mal an mit der Offenbacher Kickers. Die haben gestern Abend fast den deutschen Meister geschlagen. Haben nur 4-1 verloren in diesem Freundschaftsspiel. Aber ich glaube, an dieser Stelle, wir sind ja neutral, wollen wir auch den Bayern mal danken, dass sie einem hessischen Traditionsverein, ja, Kollege Rudolph, kannst du ruhig klatschen, dass sie einem hessischen Traditionsverein geholfen haben. Das ist eine schöne Sache. Und, wir sind ja alle mit großer Sympathie für den deutschen Meister ausgestattet. So, dann, ja, ja, manche dürfen es nicht so bekannt machen. Kollege Bellino ist bekannt als großer Bayern-Fan, der bekennt sich auch alle Achtung. So, dann haben wir hier etwas ganz Besonderes zu vermelden. Gestern Abend das Spiel unserer Landtagself nach der Sommerpause frisch gestärkt. Sie spielten gegen die Stadtverordneten aus Kassel. Und gegen die haben wir noch vor 4 Jahren auf dem Hessentag 1:3 verloren. Und Sie werden es nicht glauben, wir haben gestern Abend mit 14:3 gewonnen. Das Spiel. Ich muss natürlich zunächst einmal unserem Coach und Trainer Decke ein herzliches Wort des Dankes an. Er hat die Mannschaft großartig eingestellt. Du kennst ja diese ganzen Kasseler Nachtkappen da, wie müde die sind beim Spielen. Hast du großartig gemacht. Herzlichen Dank dir auch. Ja, hier wird die Wahrheit gesagt. Und wir haben nur 3 Gegentore bekommen. Ein großes Lob geht diesmal an unseren Torwart, Marc Weinmeister, die Katze aus Nordhessen. Er hat dann den Kasselern mal ein bisschen was zugegeben, hat aus 60 Metern, ist mir gesagt worden, eine Bogenlampe mal reingelassen, um den Kasselern ein bisschen Auftrieb zu geben. Aber wir sind froh, dass wir dich haben. Stark. Du bist auch froh. Dann wollen wir dich auch weiter in dieser Mannschaft behandeln. Es konnte gar nicht festgehalten werden, wer die Tore alle geschossen hat. Es waren so viele Tore. 14:3. Wie mir gesagt worden ist, ist dann Mitte der zweiten Halbzeit, haben wir ein bisschen langsam gemacht. Sonst wäre es bis auf 20 gelaufen. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben noch ein Spiel jetzt, und zwar in Idstein, Niederseelbach. Da treffen wir auf die Hessenauswahl des Hessischen Behindertenrehabilitationssportverbandes. Aber das 14:3 ist der höchste Sieg aller Zeiten unserer Mannschaft. Ich glaube, das wollen wir mal heute festhalten. Ein historischer Tag und allen Dank, die sich dort beteiligt haben. Und mir fällt immer wieder auf, seitdem der Günter Rudolph nicht mehr dort in vorderster Front ist bei der Mannschaft, geht es aufwärts. Das kann man sagen. Und auch das ist ein gutes Zeichen. Man muss sich zurücknehmen, auch im Fußball, wenn es nicht mehr so geht und so weiter. So, also jetzt wollen wir wieder ernsthaft weitermachen. Meine Damen und Herren, ich freue mich trotzdem, dass Sie hier sind.